Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Oh Gott, ich sollte überlegen, was ich sagen soll, bevor ich überhaupt den F9 Knopf drücke. Ich tue es einfach nur so. So, wir sind auf der Zaubermagie-Schule, bla, und sind jetzt beim Kapitel 4. Voll toll! Ja, wir sind weitergekommen. Ah, wisst ihr noch? Ja, wir stehen jetzt hier und ja, hier sind was ist das? Sind das Frauen? Zwei Frauen und vier Typen, die diesen Typen zuschauen, wie er komischerweise so einen Tricks macht. Voll cool. Reden wir mal mit den. Besser, ich halte mich im Hintergrund. Reden wir nicht mit den Typen, weil er ist nicht. Besser, ich halte mich im Hintergrund. Okay, reden wir nicht mit den Lehrdingens. Besser hätte ich halt mich im Hintergrund. Ich wollte wissen, was sie hier tun. Wenn nicht, dann gehen wir noch um. Igitt! Wer war das? Breda? Achso. Was so. Machst du da? Kacken! Strafmaßnahme. Oh. Wegen Alleingang. Latrine schrubben. Hast du schon mit dem Magister über Draconia gesprochen? Nein. Und er ist auch nicht hier. Geh vom Hafen den Hügel hinauf. Das Haus liegt dann direkt an der Ecke zum Wall. Ich höre wohl nicht richtig. Hast du diesem Mann gerade Magister Bodiaks Wohnort verraten? Wir haben hohe Erwartungen an dich, Breda. Hör auf, uns zu enttäuschen. Geh die Sie kann nichts dafür. Es war meine Schuld. Und du, Vogelfänger, verlässt sofort den Hof. Tut mir leid. Nein. Tut mir leid, Breda. Ich wollte dich nicht beim Kacken stören. Sorry. Ich habe so eine Art an mir, dass ich hält, ne? Wenn Bredas Wegbeschreibung stimmt, dann ist das Haus des Magisters. Oha, wie cool. Wir sind aber... Oh, ich liebe dieses Spiel. Also, es regt mich manchmal auf, aber es gibt immer was Neues zu sehen. Das ist immer voll cool. Wahrscheinlich ist das der Magister jetzt voll fröhlich. Buchmacherpförte. Ja. Schöne Sachen. Aber wer braucht die schon? Das merke ich mir. Verdammte Krähen! Habt ihr nicht schon genug Ärger angerichtet? Psst! Verschwindet! Hä? Hey, das sind meine Freunde! Nuri? Hallo? Tut mir leid, ich hab dich nicht gesehen. Sie haben dir doch gar nichts getan. Erinnerst du dich nicht mehr an all das Leid, das sie gebracht haben? Natürlich erinnere ich mich daran. Aber man muss auch mal vergessen können. Was willst du? Hallo? Also, geht weg, ihr Scheißvögel! Oder Nuri so, Alter, das ist genauso, als hättet ihr Kinder. Und ihr erkennt euer Kind nicht. Und dann so, verpiss ihr Scheißbäger. Und dann dreht so euer Kind sich so um. Mom, hallo. Oder Dad, das sind meine Freunde. Huch. Tut mir leid, Nuri. Ich dachte, das sind nur Krähen. Du solltest dich wirklich nicht mit diesen Viechern herumtreiben. Du darfst nicht vergessen, wer du bist. Nein, du darfst nicht vergessen, wer ich bin. Lass bitte meine Freunde in Frieden, ja? Na, sonst komme ich nicht nach Hause, ja, und esse das Gemüse nicht auf. Bitch! Hast du mich gehört? Bist du schon länger hier? Magister Bodiak wohnt hier. Hast du ihn vorbeikommen sehen? Ja, er ist vorhin ins Haus gegangen, aber noch nicht wieder rausgekommen. Gut, danke. Danke, Nuri. Ich muss irgendwie in das Haus. Kannst du für mich durch das Fenster fliegen und nach einem Eingang suchen? Muss ich? Ja. Es würde uns beiden helfen. Na gut. Geht doch. Oh, diese. Spielen wir jetzt Nuri? Ja, wir spielen Nuri, wie cool. Genial. Bücher.
Nach draußen. Linja. Was wird das, Linja? Jetzt? Bücher? Ich verstehe gerade nicht, was sie jetzt vorhat mit dem Lineal. Ah. Okay. Und jetzt? Sie ist doch viel zu leicht für den... Nein, egal. Seems Legend! Und jetzt? Einfach mal Randale machen, weil wir es können. Hä, ich verstehe... Ah, ein Dietrich. Ah! Oh, oh. Die Arme. Oh, sie tut mir auch leid. Jetzt hat sie wahrscheinlich voll die schlechte Laune wegen uns. Mal wieder. Im Meer! Mach keinen Unfug. Wir sehen uns dann später. Bis später. Sie ist angepisst wegen uns. Ja, und hör auf, dich mit so welchen Vögeln rumzutreiben. Die sind nicht gut. Die sind nicht gut. Such mal Viertel, guckt. Schatten. Da ist ein Schatten. Vielleicht pfeift er die ganze Zeit. Wahrscheinlich. Ah, mein Freund. Was macht das Edelsteingeschäft? Ich hatte Ärger mit einem Kunden und bin ausgestiegen. Das tut mir leid zu hören. Behärtungszauber. Ah. Ich könnte bald nach einen Gefallen von dir verlangen. Meine Dienste stehen dir weiterhin zur Verfügung. Die Gurke, die du mir gegeben hast, war sehr ergiebig. Meint ihr damit, dass er vor offen Rausch war oder so? Was ist mit Breda passiert? Sie musste heute Morgen Latrinen putzen. Ja, offenbar hat sie gestern im Alleingang versucht, die Thulamiden zu fangen. Und ist dann erst nach Nachtruhe in das Dormitorium zurückgekehrt. Nach Nachtruhe. Dass sie nur Latrinen putzen musste, spricht für den Stand, den sie in der Akademie genießt. Ich glaube, sie wollen sie irgendwann zur neuen Leiterin machen. Breda. Bis später. Mach es gut, mein Freund. Zur Toilettenfrau oder was? Was? Ah, ihr seid so fies hier. Hier wächst Efeu, aber es ist zu schwach, um mich zu tragen. Okay. Ich hab ja nicht mehr raufgeklickt auf die Tür. Egal. Magister Bodiak, seid ihr Nein, zu Hause? Nein, zu Hause, hast du ja gemerkt. Sonst wäre er ja nicht da vorher reingeflogen und, ne? Hätte den Schlüssel geklaut. Oder ein Dietrich. Also geh jetzt in das Haus, bevor ich hier auslasse. Bei den... What the fuck? Magister Bodiak? Statue? Was, ich höre immer... Ich dachte, ich höre immer noch dieses... Ja, voll langsamer Vision. Honig? Schublade? Statue. Kerze. Nehmen wir mal einfach mal alles mit, was wir jetzt sehen. Und jetzt nehmen wir die Schublade. Er wollte was an der Schublade machen. Ich hoffe, ich mache ihn... Nein! Oh je. Hupsi. Na, hoppala. Aber ich... ich glaube, ich kann ihn vielleicht... Es ist jetzt so schön, dass alles... Guck mal, das Inventar an. Wie schnell es hochgeht. Alter! Schauen wir mal uns um. Ich bin jetzt ein Zerstörer erstmal. Ich bin es getan. Oh nein. Ulrich wurde verzaubert. So steif, wie ich ihn kenne, war ich mir da nicht sicher. Ja, bist du gemein. So, machen wir mal den Zauber an ihn. Geht das? Ja, es geht! Juhu! Er ist wieder lebendig! Jetzt ticken wir ihn an. Nein, er ist wieder Staub! Kann ich das nochmal machen? Vielleicht kriege ich ein Achievement, wenn ich es weitermache. Hehehe.
Noch einmal, dann hör ich auf. Ich schwör's euch. Ich schwöre es. Das ist voll die... voll der Quäler. Er lebt nicht mehr. Er lebt. Er lebt nicht mehr. Komm, ich weiß doch, dass man dafür ein Achievement bekommt. Hat er jetzt die ganze Schublade mitgenommen? Warum? Hä? I don't understand. Nächstes Mal das Achievement kommt. Ich weiß, dass es ein Achievement dafür gibt. Ah. Es scheinen Teile zu fehlen. Er kann sich nicht wieder zusammensetzen. Wieso kann er sich nicht mehr zusammensetzen? Sehr gruselig. Oha. Achso, die Hand fehlt. Oha. Ja. Es scheint... Ach, weiter. Vielleicht geht das ja. Nö. Es scheinen Teile... Ach, schade. Naja, man kann nicht alles haben. Ich wollte schon sagen, könntest du hochgehen? Like a boss. Also hier ist eine Tür, die ist verschlossen. Dann geht's nach unten. Das andere kann ich nicht anklicken, oder was? Achso, doch. Ein Besen. Schädel. Wieso wird mir der Schädel eingesetzt? Er sieht alt aus. Der Magister muss noch sehr jung gewesen sein, als er ihn fing. Okay. Erst muss ich das Schloss öffnen. Geh mal auf die Seite, bitte. Danke. Der Riegel rührt sich kein Stück. Hätte ich mir fast denken können. Vielleicht mit dem Dietrich? Keiner der Dietriche passt. Lass dich verarschen?